Was geht, meine Freunde, und herzlich willkommen zu einer neuen Map-Vorstellung. Yo, heute schauen wir uns die Stausow 1.0 an. Stausow liegt in Mecklenburg-Vorpommern an der Mecklenburgischen Seenplatte. Original Nachbau der Gegend um Stausow, 29 Felder mit insgesamt ca. 137 Hektar. Feldgröße sind von 0,3 bis 17 Hektar. 10 Wälder für Forstarbeiten, 3 Seen mit einigen Gräben, Milchviehhofanlage mit 420 Kühen, 500 Hühnern, Schweinemast 200 Schweine, Schafhof 25 Schafe, Schafweide mit 75 Schafe, Kuhweide mit 30 Kühen, Pferdehof mit 5 Pferden, 52 Kilowatt Biogasanlage mit Lohnunternehmerhalle, verschiedene Produktionen, ein Industriegebiet mit Getreide und Ölmühle, Zuckerfabrik und Molkerei, Gärtnerei mit 5 Gewächshäusern, Bienenstock und Kaufstation für Kalk, Saatgut und Dünger. Im Dorf verteilt gibt es noch eine Windmühle, Landbäckerei und eine Schreinerei. 2 Verkaufsstationen, Bauernmarkt und Viehhandel. Es können alle Standardfrüchte verkauft werden. Vorbereitet für Animal Grazing Mod. Benötigte Mod, siehe Beitrag Giants Mod Hub. Genau, ich hau euch den Link unten in Beschreibung. Wenn ihr den denn startet, müsstet euch, glaub 10 oder 12 Mods müsstet euch noch zusätzlich runterladen. Ansonsten ladet es euch im Giants Mod Hub runter. Da sind nämlich die Mods schon dabei. Also sind 10 oder 12 zusätzliche Mods dabei. Yo, wir schauen uns die Karte mal an. Das kann ich euch sagen, das ist. Die Karte ist mal wieder ein richtiger Leckerbisse. Okay, wir sind da auf der Milchviehanlage. Da haben wir einen Unterstand Metall. Ich muss jetzt erstmal kurz die Geschwindigkeit ein bisschen runternehmen vom Laufen. Bootmodus machen wir gleich an. Geschwindigkeit nehmen wir kurz runter. Ja, okay, das reicht. Okay, das ist die Halle, da steht schon Axion, ein Wender, Schwader, Mähkombination, eine kleine. Da ist nichts. Da drüber haben wir noch kurz eine kleine Halle. Schauen wir mal, was da drin ist. Au! Futtermischer und ein kleiner Schlepper. Ist das ein Case? Case müsste es sein, genau. Dann haben wir da drüber schon die erste. Jetzt ist denn das immer nur so schnell? Ja, ich weiß jetzt nicht, warum ich das jetzt einstellen kann mit der schnellen Geschwindigkeit. Ja, ist jetzt egal. Okay. Genau, da haben wir die erste Stallanlage. Da könnt ihr nur rückwärts reinfahren und wieder raus. Das ist jetzt die Rückseite. Dann habt ihr da noch so einen kleinen Zwischengang, wo ihr rein könnt. Also die Stallanlage habe ich jetzt so im Mod Hub noch nie gesehen. Ich glaube, dass die neu ist. Also die ist mal richtig geil gemacht. Und mit deiner kleinen Kälber-Iglus vorne dran. Das ist so eine Art wie so ein Nebenbereich vom Stall, wo die Kühe auch noch rumlaufen können. Und da noch ein kleiner Außenbereich. Genau. Also das ist mal richtig genial gemacht. Die Anlage neben dran. Genau, die ist glaube ich fast gleich. Die ist gleich, genau. Da kann man dann einmal außenrum, da rennen Hühner rum, da habt ihr den Hühnerstall, da könnt ihr, schauen wir gerade mal, 500 Hühner, genau, das steht ja auch in der Beschreibung drin, von 500 Hühner. Dann könnt ihr da außenrum, da gibt es eine große Halle, das ist der Freilaufbereich für die Kühe vom Stall. Dann habt ihr da drüber auch nochmal eine riesige Halle, da steht schon ein Sämaschine, Schlepper, Pflug, Ladewagen und da drüber steht ein John Deere Drescher und da zwei Dreschämmel. Das sind die Stallanlagen von hinten. Genau, da habt ihr dann auch den Tierträger. Da passen, glaube ich, 140. Ja, genau, 140 Kühe. Da holt er wahrscheinlich Gülle raus. Denkt mal, dass er Gülle rausholt. Da habt ihr sogar euer Gülle-Lager zum Gülle drin lagern, wenn die Becken im Kuhstall selber voll sind. Ja, genauso 140 Kühe. Ja, genau 140 Kühe. Und da könnt ihr wahrscheinlich auch wieder Gülle rausholen. Dann habt ihr da ein riesiges Keilsilo und da habt ihr ein riesengroßes Getreidesilo. Also da passt jede Menge rein. Ich glaube, das geht euch nicht aus Getreidelager.
Dann habt ihr da noch riesige Fläche, da könnt ihr zum Beispiel noch ein zweites Kale-Silo, weil ja mit einem Kale-Silo ist immer ein bisschen ein Problem. Ihr könnt das nicht befüllen, wenn ihr zum Beispiel jetzt einen anderen Grasschnitt oder einen zweiten Grasschnitt nicht macht. Ihr habt das Silo schon voll. Könnt ihr den zweiten Grasschnitt nirgends unterbringen? Habt ihr die Möglichkeit, dass ihr neben dem Silo habt ihr noch riesige Fläche zum Bauen? Ja, da braucht ihr eigentlich nichts um Silo. Das Getreide fahrt da vorne rein. Genau da fahrt das Getreide rein. Und das ist eigentlich dahinter Fläche, die frei für euch zur Verfügung steht. Wahrscheinlich auch so gedacht, dass ihr zweites Silo bauen könnt. Und da drüber, da haben wir dann nur die dritte Anlage. Genau, das ist dann auch eine mit 140 Kühe. Genau. Da schauen wir mal kurz rein. Das ist wahrscheinlich die gleiche Stallanlage wie die andere auch. Ah, da ist ein Gitter davor. Geil, okay. Kann man das aufmachen? Nee, das ist nur das Tor, wo aufgeht. Ah ja, stimmt ja. Ihr fahrt von der anderen Seite rein. Das sehe ich jetzt gerade. Halt, bleib auf. Ja, genau. Ihr fahrt ja dort hinter rein. Das ist der, wo ihr rückwärts reinfahren müsst, wo zwischendrin der Gang dann aufhört. Genau. Und da habt ihr dann auch nochmal so einen kleinen, so einen Freilaufbereich. Und da halt so eine kleine Halle überdeckt. Oder halt so ein kleiner Nebenstall, so ein kleines Nebenstallgebäude, genau. Das ist auch gleich ein bisschen niederer. Und dahinter könnt ihr dann die Kühe, könnt ihr dann dort hinten noch im Freien rumrennen. Genau. Und da könnt ihr dann noch einmal mit dem Traktor hinterher fahren. Wenn ihr so aufs Getreide oder zum Getreidesilo wollt. Genau. Da haben wir dann alles. Da habt ihr die. Genau. Das ist das Farmhaus. Ne, Farmhaus haben wir. Da gar keins, oder? Ne. Ja, dann ist wahrscheinlich das da drüben doch das Farmhaus, das außerhalb. Genau, dass das wahrscheinlich das Farmhaus ist. Ja, da sind wir auf der Schweinezucht. Die ist, wenn so im Dreieck baut. Da ist eine Schweineanlage und da eine. Allerdings, da funktioniert. Ja, da funktioniert die Träger. Das habe ich vorhin schon mal probiert. Ist auch schon in den Kommentaren bei Forbidden Mods geschrieben worden. Bei den Schweine und glaube bei den Pferde funktioniert. Pferde war ich jetzt noch gar nicht. Muss ich noch einmal probieren. Also bei den Schafe funktioniert es auch. Probieren wir es mal kurz da. Ja, da funktioniert es auch. Also Schweinezucht funktioniert die Trigoid. Waren sie geschrieben, glaube ich. Ich glaube 500 Schweine, das stand in der Beschreibung. Da habt ihr die Mischplatte. Da fahrt das, das Futter für die Schweine rein. Und das ist wahrscheinlich der Trigger für die Gülle. Genau. Darüber habt ihr ja ein wenig so Unterstellmöglichkeit. Da schauen wir gerade mal rein. Gibt es da drin was? Nee, ist leer. Genau. Ja, da ist jetzt nichts mehr. Das ist nur das ist ein Farmhaus oder. Nee, das ist wahrscheinlich so Art wie. Nee, doch, das müsste das Farmhaus sein. Da gibt es ja auch einen Schlafträger. Nee. Nee, gibt es jetzt nicht. Genau, da oben habt ihr dann noch Getreidesilo. Das ist jetzt ein kleineres. Das sind die Unia. Das ist, glaube ich, auch wieder Standard aus dem Giants. Das Unia hat, glaube ich, 250.000 Liter Fassungsvermögen von Getreide. Bin mir aber nicht ganz sicher, aber ich glaube, ich meine 250. Aber da müsst ihr selber mal schauen. Habt ihr noch so eine kleine Halle zum Sachen unterstellen? Da auch noch eine kleine Halle zum Sachen unterstellen. Da fahrt das Futter für die andere Schweineanlage rein. Genau, und da holt ihr da auch die Gülle für die Schweineanlage raus. Mischplatte ist wahrscheinlich die, aber für beide Stallanlagen. Dann springen wir mal rüber zu den Schafe. Zu den Schweineschafe. Genau, die sind da drüben. Zack, die Bohne. Ja, genau. Da haben wir Schafe. Ja, da sind die ganzen Trigger. Futter, Wasser. Und da könnt ihr dort Schafe kaufen. Zack, die Bohne. 75, genau, das ist die Weide selber. Ja, genau. Das sagst du auch, gell? Ja, da rennen die Schafe rum. Das sind, ja, so Deko. Oder halt, ja, Deko-Schafe, denke ich mal. Genau, das ist da abzäunt.
Und dann geht es da auf den Schafhof. Genau, oh, das ist ein kleiner Hof. Da ist das Wohnhaus. Da habt ihr den Trigger wahrscheinlich zum... nee, Wasser. Das ist, glaube ich, Wasser. Genau, Wasser. Da könnt ihr, ah, das ist schon mal ein geiler Schafstall. Der ist schon mal genial gemacht. Wie geil ist das gemacht, der Schafstall? Da fahrt ihr Futter rein, genau. Und da könnt ihr die Schafe kaufen. Das sind, glaube ich, auch nochmal... 25 Schafe, genau. Ja. Also der Schafstall, der sieht echt schick aus. Das gefällt mir richtig gut. Jo, da haben wir alle... Ah ja, genau, da ist noch eine kleine Halle. Schauen wir mal da kurz noch rein, ob es da was gibt. Die wollen hier, ne? Auch leer. Okay, super. Ja, kleine, schöne, schnucklige Schafstall. Die Türe auch zum Aufmachen. Nein, ich glaube nicht. Nein, die sind nicht animiert. Ne, okay. Jo, da sind wir auf dem Pferdehof. Genau. Schauen wir da mal rein. Da gibt es auch eine Halle. Ja, genau. Also die Tür ist nicht animiert. Obwohl halt, ich habe das Pferdehof gerade gekauft. Muss ich mal schauen, ob ich die Trigger anwählen kann. Man könnte Wasser rausholen für Pferde. Muss ich gerade mal schauen. Der Trigger ist... Ja, da könnte Wasser rein. Und da hängt der Futter. Genau. Ja, genau, Futter. Das ist ein kleiner Pferdestall. Und Pferde könnt ihr kaufen. Wo? Hm, das ist jetzt da gerade nirgends mehr. Ne, muss ich gerade schauen. Ihr müsst entschuldigen, ich habe die Karte jetzt nochmal kurz überflogen. Ich habe es jetzt nicht so angeschaut wie andere Karte. Ja, wir haben jetzt auch schon wieder 12 Uhr Mitternacht. Und ich muss eigentlich morgen auch wieder arbeiten gehen. Wo haben wir denn? Da sind sie, genau, da sind sie. Muss ich mal schauen, kann man das öffnen? Da muss ich kurz das Land kaufen. Wo haben wir die Schafe? Die Schafe. Ich immer meine Schafe, das sind Pferde. Ah, okay. Ich müsste so das Land kaufen. Aber ich gehe mal davon aus, von 16 Pferde. Das ist eigentlich so der Standard, was man immer züchten kann. Genau. Es sind die Gebäude. Da könnt ihr ein bisschen was unterstellen. Vorne holt das Wasser. Das dort hinten ist das Wohnhaus. Das ist eine kleine Scheune. Und das ist der Pferdestall. Jo, da sind wir auf der Biogasanlage. Dennoch kurz, kurz was für euch. Big Farmer. Soll man Big Farmer auf den Butchern spielen oder auf der Starzow? Starzow wäre auch eine geile Karte. Weil heute ist bei Forbidden Mods von Rapperflex heißt die Marke. Ist Schneidwerk rausgekommen. Das kann man konfigurieren von 9 Meter bis 15,38 Meter. Das ist ein Hersteller, der kommt aus Amerika. Ich glaube, auf deine Felder könnte man mit so einem Schneidwerk angreifen. Dass man da einfach mal ein bisschen auf größer geht. Ja gut, der größte Schlag hat 15 Hektar. Insgesamt sind es 137 Hektar, so irgendwas. Aber ich finde es eine geile Karte. Schreibt in die Kommentare. Also, ja, 420 Kühe. Habe ich so, das kann man mal machen. Jetzt mal schauen, vielleicht wird das noch fixt mit dem Schweinestall, dass man den, dass man auch dort Schweine kaufen könnte. Ja, dann hätte ich da Bock drauf. Aber schreibt mal in die Kommentare, soll man butchern oder da würde ich dann auch die Gülleverschlauchung mit drauf nehmen, aber ohne modulare BGA. Okay, das ist die BGA, die hat 250 Kilowatt, das sind die beiden Kellsilos. Oh, Leute, das sind ja wieder ordentliche Schläge. ordentliche Kellsilos. Ja, da passt Material rein. Da könnt ihr die Silos vollfahren. Genau, das ist vorne. Ah, da haben sie sogar eine Waage. Da fahrt ihr irgendwo Gülle rein und Gärreste raus. Wahrscheinlich da Gärreste raus oder Gülle rein. Oder andersrum, und da ist der zweite Anschluss. Genau. Feststoffeintrag, den habt ihr da drüben. Genau.
Und ja, da habt ihr eine freie Halle, da könnt ihr jede Menge Zeug reinfahren, Rübe, Kartoffeln, Maschine reinstellen. Ja, und da habt ihr noch mal eine kleine, das ist so eine Art wie Werkstatt, oder? Ja, genau, das ist eine Werkstatt, genau. Ja, das sind beide Gewächshäuser. Ja, ganz ehrlich, wenn man auf der Karte spielt, hätte ich auch mal Bock auf Gewächshäuser. Da gibt es nämlich Gewächshäuser und Bienenstöcke. Und ja, es gibt auch einige Landwirte, die machen Gewächshäuser oder halt machen auch Gemüse und haben auch Bienen. Genau, das sind die Gewächshäuser, da könnt ihr die ganze Sache anbauen. Das sind, glaube ich, insgesamt 5 Stück, haben sie, glaube ich, geschrieben. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, genau. 1, 2, 3. Das ist der Tinte. 4 und 5. Genau, super. Ja, da würde, könnt ihr wahrscheinlich Dünger. Brauchen wir da noch vielleicht Dünger oder irgendwas? Oder das Wasser rausholen? Weiß ich gar nicht. Ah ja, da holt er wahrscheinlich das Wasser raus und da fahrt das Wasser rein, dass die ganze Sache wachset, also die Tomate und Erdbeere, Salaten, das was ihr anbauen könnt. Da habt ihr einen Bienenstock. Ja, da hätte ich eigentlich auch mal Bock drauf, bis das auf Bienen mache. Ja, das wäre bestimmt auch mal eine coole Sache. Da kann man wahrscheinlich auch richtig schön Geld damit verdienen. Und da habt ihr nur eine kleine Unterstellhalle für verschiedene Sachen. Ah, da könnt ihr das Wasser rausholen, genau. Da muss, weiß ich aber jetzt gar nicht, für was ist das dahinter? Das ist irgendein Dünger oder keine Ahnung. Müsst ihr ausprobieren. Ja, müsst ihr ausprobieren, für was das. Alter, können wir doch kurz in die Schlagkartei schauen. Ist doch wahrscheinlich einzeichnet. Also das sind Bienen und das ist. Ah, Kaufstation Kalk, Saatgut, Mineraldünger. Okay, super. Also, dann wissen wir das auch. Ja, dann wär's das für die Gewächshäuser. Jo, dann schauen wir uns mal die Schlagkartei an. Ja, das sind jetzt nicht so viele Fälle. Ihr seht, sehr viele Waldgebiete, ein schöner großer See. Und das sind die ganzen Felder. Ja, schauen wir mal kurz die Größe von den Feldern. Ich schätze mal, das wird eines der größten Schläge, der hat 19 Hektar, der hat auch 19 Hektar, da sind wir bei 12 Hektar, 4,4 Hektar, ja, genau, ja, da könnte man auch mal mit größeren Maschinen angreifen, also da kann man locker mal mit einer Sämaschine mit 8, 9 Meter angreifen, dass es ein bisschen vorwärts geht, ganz ehrlich, ich hätte Bock drauf. Schreibt in die Kommentare, Butchern oder Starso, Big Farmer. Also auf die Karte hätte ich jetzt echt mal Bock drauf. Auch ein bisschen gerade mit der Kühe. Da könnte man auch wieder Kühe auf die Weide fahren über den Sommer und dann im Herbst wieder zurückholen in den Stall und so. Ja, schreibt es in die Kommentare. Genau, das ist die Übersichtskarte. Da schauen wir mal gerade nur kurz, was so die Fläche 411.000, 182.000, 280.000. 351 und da sind wir wahrscheinlich bei einer halben Million. Oh, 1 Million, alter Schwede. Okay, da sind wir auch bei 1 Million. Okay, ja, also da muss man ein bisschen Geld verdienen, dass man da sich Land kaufen kann. Klar, die kleinen Schläge, 58.000 oder der, ja gut, der ist dann auch schon bei 150.000. Ja, da muss man gleich ein bisschen Geld verdienen, aber... Da hätte ich Bock drauf. Da hätte ich echt Bock drauf. Okay, dann schauen wir noch kurz zu der Getreideart. Getreideart, das sind eigentlich auch die ganz normal, wie sonst auch immer. Ist jetzt nichts großartig, was anderes. Separierte Gülle. Ah ja, genau. Ich habe da noch Gülle mit drauf. Pumps and Hoses habe ich noch mit drauf. Das ist halt da separierte Gülle. Ich denke mal, dass man das mit Gülleverschlauchung macht. Wenn man auf der Karte spielt, man auch mal auf die Butchern so mache, nur Gülleverschlauchung und aber ohne modulare BGA. Genau, dann schauen wir mal noch kurz die Hoffläche. Das habe ich mir zugekauft. Also was euch gehört, ist das da, also der Hof selber.
die Feldfläche, die Feldfläche, die Feldfläche und die Feldfläche. Und die drei Sachen, die habe ich mir zugekauft. Also das gehört nicht dazu. Jo, dann würde ich sagen, fliegen wir mal nur kurz drüber. Ja, genau, da sind wir jetzt beide Gewächshäuser. Da haben wir schon das erste Feld mit 1,2 Hektar. Ja, okay, das geht ja noch. Da haben wir Waldfläche, 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 jede Menge Wald. Darüber ist die Getreidemühle, Ölmühle, genau, da könnt ihr Raps, Rapsöl, Sonnenblumenöl und Rapsöl, Sonnenblumenöl und Olivenöl, glaube ich. Ja, genau, Olivenöl ist es noch. Dann haben wir da unseren Hof selber. Das sind die zwei Stallanlagen, die da. Das dahinter ist die Quer. Da haben wir die Mischplatte. Da haben wir Gülle-Lager, ist es wahrscheinlich. Ja, genau, Gülle könnt ihr ja da rausholen bei dem Trigger. Dahinter habt ihr die Maschinenhalle mit der Unterstellfläche. Das da müsste für das Silo da, das ist für Milch. Genau, das hat, glaube ich, jede Stallanlage. Ja, die hat es auch. Und ja, genau, die auch. Also das ist Milchlager. Das Kelsilo und da habt ihr das riesige Getreidesilo. Und dahinter ist die Kuhweide. Ah ja, stimmt, da habt ihr noch Kuhweide. Hinterm Hof mit 30 Kühen. Das ist schon eine coole Sache. Da können wir im Sommer auf und einen Teil von den Kühen auf die Weide bringen. Das ist schon mal geil. Okay, super. Da habt ihr den kleinen See. Oh, das ist mal wieder richtig genial gemacht mit der Insel oder mit den zwei Inseln. Da liegt noch ein Boot am Ufer. Nächste Feldfläche, ja, das ist auch wieder, es ist glaube ich eine von den größten Schlägen mit 19 Hektar, 1673. Ja, da sind wir weile beschäftigt mit 16,73 Hektar. Allerdings, wenn wir da ein bisschen auf größer spielen, dann ist das eigentlich auf den 16,73 Hektar ruckzuck erledigt. Da haben wir Felder, so ein kleiner schöner Wiesestreifen müsste es sein. Das sieht nach Wiese aus. Gras, ja, genau. Da haben wir wieder Getreide, das sind auch 17 Hektar. Das müsste eine Getreidemühle sein. Also sind auch Verkaufsstellen, genau. Und da habt ihr wieder eine Fläche. Das hat 4,67 Hektar und das hat 2,17 Hektar. Auch der Maprand wieder richtig genial gemacht, geht im Hintergrund weiter, richtig schön da mit so Berge und ja, also richtig toll. Waldfläche, ja, wie gesagt, habt ihr mehr wie genug. Dann fliegen wir mal noch kurz in die andere Richtung von der Karte. Genau, das ist unser Hof, das müsste Starsau sein, das ist die Schweinezucht. Da dahinter habt ihr die Schafe. Und die Pferde, das ist eine Verkaufsstelle, Pferde, Pferde. Ja, das ist der, ja genau, das ist der Pferdehof, das da. Ja, auch ziemlich klein gehalten. Da habt ihr auch eine große Fläche. Ich weiß nicht, ist das gehört, könnt ihr da auch was kaufen oder so? Keine Ahnung. Da habt ihr die Biogasanlage, genau. Mit dem Feststoff. Hat die zwei Feststoffeinträge. Oder was ist das Rote? Das Rote sieht doch nachher auch nach einem Feststoffeintrag aus. Nee, das ist glaube ich nur ein Container, oder? Das ist ein Container, genau. Ich dachte jetzt schon, ist das ein zweiter Feststoffeintrag? Das hat jetzt so ausgesehen. Genau. Da unten habt ihr auch nochmal ein schöner kleiner Teich, genau. Da wieder jede Menge Feldfläche. Das ist Schamäppbrand, genau. Ja, das wird eigentlich besser. Ja, Leute, schaut doch mal diese Waldanlage an. Also wenn man da ins Holz geht, ah, da können wir uns eine Goldgrube können wir uns da bauen. Wahnsinn. Und da richtig schöne Feldweg noch durch den Wald durch. Da hätte ich auch mal ein bisschen Bock auf Forst. Also
Da können wir uns richtig im Forst austauben und können uns richtig Geld verdienen, dass wir die Feldfläche kaufen können. Weil die Feldfläche sind nicht gerade billig. Und nur mit bisschen Kühe oder so, ja, da wird es echt schwierig. Okay, meine Freunde, das war's für die Karte. Ja, ich denke mal, ihr habt da gleich ein bisschen einen Überblick gekriegt. Schreibt's in Kommentare, Big Farmer, Utschon oder Starsau. Also ich finde beide Karten schön. Also die Starsau ist auch für mich jetzt mal wieder ein richtiger Leckerbisser. Also ist eine richtig schöne Karte. Okay, meine Freunde, wenn euch die Kartenvorstellung gefallen hat, like it vergessen, abonniert doch gerne meinen Kanal und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.